Hier bei Friede, Freude, Smartphone geht es weiter mit dem Android-Kurs. Heute schon die Aufgabe 8. Speichere dir die Nummer von Anne ab. Eine der praktischen Funktionen hier auf so einem Smartphone. Hier haben Sie Ihr Adressbuch immer dabei. Wo finde ich mein Adressbuch? Das ist eine App, die hat so ein kleines Männchen drauf. Darunter steht Kontakte und jedes Smartphone hat diese App. Ich tippe hier einmal drauf. Und damit öffnet sich mein Adressbuch. Hier in meiner App Kontakte sind schon ein paar Namen eingespeichert. Und jetzt möchte ich den Kontakt von Anne einspeichern. Und jetzt kommt ein sehr wichtiges Symbol. Ich möchte etwas Neues hinzufügen. Und dann suche ich immer nach dem Plus. Das heißt auch hier in meiner App Kontakte, ich suche das Plus. Hier auf meinem Redmi 9, da ist das Plus hier rechts unten. Auf Ihrem Android-Smartphone ist das Plus vielleicht ein bisschen anders. Und deswegen gibt es hier in Ihrem Kursbuch auch einen Sticker. Mein Plus klebe ich mir hier rechts unten hin. Ich tippe also hier auf dieses Plus und jetzt öffnet sich die Eingabemaske. Das Erste, worauf ich hier achten sollte, ist, wo wird dieser Kontakt gespeichert? Sie haben drei Möglichkeiten, Kontakte zu speichern. Die erste Möglichkeit ist auf dem Gerät. Die zweite Möglichkeit ist das Google-Konto. Und die dritte Möglichkeit ist die SIM-Karte. Wo finden Sie diese Speichermöglichkeiten? Das ist eigentlich immer oben auf diesem Eingabefeld. Und auch auf meinem Smartphone steht hier oben schon Speichern unter. Vielleicht müssen Sie oben nochmal wo drauf tippen oder so ein bisschen nach unten ziehen, um die Speichermöglichkeiten zu sehen. Ich tippe hier einmal drauf und hier sind die drei Möglichkeiten. Das Gerät, die SIM-Karte oder das Gmail-Konto. Was sind die Unterschiede zwischen diesen drei Möglichkeiten? Auf die SIM-Karte können Sie nur Namen und Telefonnummer speichern. Vorteil ist, wenn Sie ein neues Smartphone bekommen, Sie nehmen die SIM-Karte raus, tun die SIM-Karte in das neue Smartphone und Name und Nummern sind wieder da. Ich möchte aber mehr speichern als nur den Namen und die Nummer. Ich möchte vielleicht auch noch die Adresse oder den Geburtstag oder vielleicht noch andere Sachen zu dieser einen Person speichern. Und das können Sie mit den zwei anderen Möglichkeiten. Ich kann es auf das Gerät speichern. Nachteil ist, wenn ich das Gerät verliere, dann sind natürlich auch die Daten verloren. Deswegen speichere ich die Daten auf mein Google-Konto und wenn ich ein neues Smartphone habe, dann muss ich mich nur mit meinem Google-Konto wieder einloggen und die Daten werden hier wieder auf das neue Gerät drauf kopiert. Ich mache das also. Ich stelle hier oben also auf Speichern unter Gmail-Konto. Und als nächstes kann ich jetzt den Namen, die Telefonnummer, die Adresse, alles Mögliche zu Anne hier abspeichern. Ich tippe immer mitten auf das Feld, in das ich etwas reinschreiben möchte und dann öffnet sich hier unten die Tastatur und jetzt kann ich hier den Namen eingeben. Ich tippe mitten auf das Feld, jetzt gebe ich den Nachnamen ein. Hier tippe ich auf Telefonnummer, jetzt gebe ich die Telefonnummer noch ein. Hier unten kann ich der Telefonnummer ein Label geben. Ich tippe hier mal drauf und kann sagen, das ist Ihre Hauptnummer. Ich kann hier noch die E-Mail-Adresse eingeben und hier habe ich noch die Möglichkeit weitere Felder. Auch hier tippe ich mal drauf und hier habe ich jetzt noch mehr Felder, um zum Beispiel die Adresse oder den Geburtstag einzugeben. Wenn ich mit meiner Eingabe zufrieden bin, dann darf ich am Schluss nicht vergessen, das Ganze abzuspeichern. Bei mir ist Speichern hier rechts oben. Bei Ihnen ist es vielleicht unten oder bei Ihnen ist Speichern vielleicht nur so ein Häkchen. Sie müssen schauen, wie es auf Ihrem Smartphone ist und sich diesen Aufkleber in Ihr Kursbuch kleben. Bei mir also Speichern rechts oben. Ich tippe hier einmal auf Speichern. Und damit habe ich den Namen von Anne gespeichert. Jetzt kann ich hier links oben noch einmal zurückgehen. Und jetzt sehe ich, dass Anne hier in meiner Liste eingetragen ist. Und das war's auch schon für heute. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, ich freue mich über jeden Daumen nach oben. Schauen Sie wieder rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!